Hallihallo, ihr Lieben. Ja, einige von euch haben schon gefragt gehabt, warum ich mich nicht melde. Der Termin muss doch längst fertig sein. Okay, ja, ich war gleich noch einkaufen. Ich habe es noch verbunden. Aber ich werde euch natürlich jetzt erstmal gleich berichten, wie es jetzt war. Zumindest mal kurz. Wie gesagt, einige wussten, dass ich zu einem Casting eingeladen wurde von einer Agentur, wo es darum ging, ja, ich hätte ihre Aufmerksamkeit erregt und es geht um Premium-Mitgliedschaft etc. 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 Ich habe dann eine Einladung bekommen, wo ich halt noch gewisse Sachen ausfüllen musste und diese Einladung war für heute 16 Uhr. Und ja, also dachte ich, okay, fahre ich dahin und gucke mir das Ganze an, gucke mir an, worum es geht, weil, wie gesagt, es stand nicht viel drin und ich kann mich an diese Agentur nicht mal erinnern. Also ich meine, gut, ich bin auf einigen Portalen geführt, das ist richtig. Was ich gleich zu Beginn schon mal sehr, sehr positiv fand, also in dem Schreiben stand direkt auch schon drin, wer Anzeichen einer Erkältung hat, wer Fieber hat oder sonst irgendwas, der soll nicht kommen. Gleichzeitig eben auch noch mal darauf hingewiesen, Mundschutz tragen und die ganzen Hygienevorschriften einhalten, Abstand von 2 Metern. Das fand ich alles schon mal wirklich sehr, sehr gut. Und als ich da ankam, war es auch Tatsache so, als es wurde sogar Fieber gemessen. Es wurde noch mal ein bisschen was gefragt, wo ich mich dann erstmal gewundert habe, okay, weil auf meinem Formular stand ja mein Künstlername und alles drauf, ja. Wo ich dann gefragt wurde, ja, wie Künstlername und oh, wie geht denn sowas und wie kann man einen Künstlernamen denn jetzt dann eingetragen haben und und. Wo ich dachte, irritierend. Aber okay, dann habe ich das Ganze erklärt, ja, wie man einen Künstlernamen auf dem Ausweis eingetragen bekommt, was man da für machen muss, was man belegen muss, was man vorweisen muss und und. Dann hieß es, dass man in den letzten Raum ganz hinten Platz nehmen möge und da waren die Stühle auch wirklich so aufgestellt, dass Tatsache der Abstand entsprechend gewahrt ist und man durfte auch nur alleine kommen, außer es waren Kinder unter 18 oder Jugendliche unter 18 dann da. Die durften eine erwachsene Person mitbringen, ja, also eine Begleitperson. Aber ansonsten wurde es aus Hygienevorschriften halt abgelehnt. In den Räumlichkeiten, wo man dann geholt wurde, waren hier lauter kleine Kabinen aufgebaut, sage ich jetzt mal so. Also es ist schon sehr interessant, wie unterschiedlich das Ganze alles abläuft, weil sie hat mich dann auch gefragt gehabt, wie ich das so sehe, komme ich aber noch dazu. Und ja, dann waren wir, wie gesagt, in dieser kleinen Kabine, da sagte sie dann auch, ich kann die Maske abnehmen, da versteht man sich dann auch besser. Auch hier war wieder der Abstand entsprechend weit genug, sodass halt wirklich die Hygienevorschriften alles eingehalten wurden. Und ja, dann fing man an, kurz drüber zu reden, über die ganze Sache und über ihre Agentur und. Dann fing sie gleich an, ja, Moment, aber sie machen ja schon so viel. Sie sind ja auch schon in dem Business tätig und so weiter. Also ich weiß gar nicht, warum wir sie jetzt dann oder warum sie eigentlich kontaktiert wurden, weil das ist ja eigentlich für komplette Newcomer und für Menschen, die noch nie was mit dem Business zu tun hatten und vielleicht gern mal ja, Fotomodell werden möchten oder in einen TV-Clip mitmachen möchten. Aber sie haben ja alles schon, sie haben ja ihre Kontakte. Alles schon und ich muss mal kurz abbrechen, weil dadurch, dass mein Auto halt wieder so hell erleuchtet ist, guckt halt natürlich auch wieder jeder. Und ja, wenn ich mit euch jetzt gerade spreche, muss er nicht gerade jetzt mir hier zugewunken werden oder so. Ja, also dann, deswegen kurzen Break. Ja, wie gesagt, also die Dame hat dann, wie gesagt, nicht verstanden, warum ich überhaupt eingeladen wurde und meinte dann, ja, sie haben doch alles, sie sind doch in dem Business schon, sie haben doch auch genug Kontakte sicherlich. Sie sind hier quasi komplett fehl am Platz, wo ich dann sage, naja, fehl am Platz, so würde ich es jetzt nicht sehen. Und ich finde es ja auch mal ganz interessant, mir einfach auch mal die verschiedenen, ja, Agenturen auch entsprechend anzugucken, wie jeder das handhabt, wie jeder vorgeht, wie es überall entsprechend abläuft, da eben jeder das auch anders macht und es gibt so viele Menschen, die mit dem Business zum Beispiel nichts zu tun haben, die dann totale Panik schieben, ja, so, oh Gott, was erwartet mich dann entsprechend? Und da kläre ich natürlich dann auch gerne auf, ja, so dass halt dann auch wirklich diese Menschen keine Angst haben müssen, was sie erwartet und dass es so schlimm wäre, wie sie oft denken. Das ist ja alles gar nicht, ja. Ich hatte auch zum Beispiel über Konstantin Entertainment, hatte ich euch ja auch schon aufgeklärt, wie das da alles zum Beispiel ablief. Und ja, also von daher, jedes ist anders. Und genau das fand ich dann hier auch interessant. Das habe ich auch zu der Dame dann gesagt, dass ich es halt auch immer
schön finde, zu sehen, wie es quasi überall abläuft. Und dann fing sie wieder an, ja, aber seien Sie mir bitte jetzt nicht böse, aber ich kann für Sie echt nichts tun. Und jetzt sind Sie extra hierher gefahren und Sie haben eine Einladung bekommen, aber ich kann für Sie hier nichts tun. Sie sind hier komplett fehl am Platz. Fand ich irgendwie total putzig und ja, ich weiß nicht, was die Frau dachte, inwieweit ich jetzt in dem Business oder in der Branche jetzt da tätig bin und alles, aber gut. Ja, das also im Endeffekt von meiner Seite. Also sie sagt dann auch, sie haben ja selbst ihre Fotografen und sie haben ja diesen, sie machen ja jenes und keine Ahnung, ob die jetzt dann meinen Namen nochmal gegoogelt hat oder so, ich weiß es nicht. Ich wollte sie jetzt aber auch nicht so ausfragen. Also von daher war das jetzt nur einfach quasi ein Termin, um meine Erfahrungen über diesen Tag wieder mit euch zu teilen. Quasi kein neuer Auftrag, aber ist auch egal. Es war interessant und ich konnte euch in dem Falle jetzt wieder was erzählen. Allerdings gleich noch etwas ganz, ganz Wichtiges, weil auch, ja, da fallen immer noch viele drauf rein. Wenn ihr beispielsweise irgendwo hingeht, wo Castings sind oder wo gesagt wird, ja, wir würden gerne eine Setcard mit euch machen, ja, aber das kostet 300 Euro oder 500 oder selbst wenn es 100 Euro sind, das ist Quatsch. In dem Falle macht es bitte nicht. Eine seriöse Agentur macht von euch, wenn ihr zum Beispiel eingeladen werdet für ein Casting, ja, die macht von euch Bilder. Ihr müsst in dem Falle zum Beispiel auch ja, Szenen vorspielen. Ihr müsst improvisieren, ja, dass man einfach so sieht, was könnt ihr, was macht ihr, wie seid ihr. Und dann werden entsprechend, also das wird zum Beispiel auch schon mal gefilmt, meistens eigentlich. Dann werden von euch entsprechend noch verschiedene Bilder gemacht, dass man auch guckt, ja okay, wie flexibel ist der Mensch? Kann er sich selbst entsprechend in Szene setzen, auch für Bilder? Oder wie arbeitet er auf Anleitung? Also das erfolgt alles und dafür müsst ihr nichts zahlen. Wenn ihr irgendwo hingeht und da wird Geld verlangt, lasst es bleiben. Jede seriöse Agentur verlangt niemals Geld von euch. Das nochmal ganz kurz am Rande. So, jetzt werde ich aber wieder heimfahren und werde mir ein entspanntes Wochenende jetzt dann doch mal gönnen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen ganz, ganz tollen Abend, ein tolles Wochenende. Macht das Beste aus der Situation, macht das Beste aus dem Abend noch. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald wieder.